Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder eine Einzelrezension. Ich habe ein ganz tolles Buch gelesen, was ich auch als Rezensionsexemplar bekommen habe. Und da wollte ich euch sehr, sehr gerne eine Rezi zu drehen, weil es mir wirklich richtig gut gefallen hat. Es geht um Die Schuld jenes Sommers von Catherine Webb. Ich kenne die Autorin schon von ihren anderen Büchern sehr gut. Ich habe bis auf eins, glaube ich, alle von ihr gelesen. Das sind schon so einige und das ist jetzt ihr neuestes. Das Buch ist jetzt Ende 2019 auch erst erschienen im Diana Verlag. Es hat 462 Seiten, glaube ich. Und ja, ist also ein mitteldickes Buch, würde ich mal sagen. Und ich habe es halt dankenswerterweise als Rezi-Exemplar bekommen. Das Buch ist so ein Familienroman, was zum Miträtseln einlädt und auch ziemlich spannend ist. Das kann ich schon vorneweg direkt mal sagen. Wir lernen in diesem Buch hier die junge Frances kennen, die 1918 in der ersten Zeitebene ein Kind ist. Sie lebt in Bath in England und ist so ein ja, aufgeweckter, junger Mensch, so circa 8 bis 10 Jahre alt, genau wird es glaube ich nicht gesagt. Und sie kommt aus einem recht guten Elternhaus, sie hat sehr nette Eltern und ja, freundet sich mit einem kleinen Mädchen an, die Win heißt. Und Win wird ihre beste Freundin. Die beiden erleben ihre Kindheit zusammen, man erfährt auch sehr, sehr viel von dieser schönen Mädchenfreundschaft. Und ja, wie alle Mädchen so sind, haben sie auch so ihre kleinen Geheimnisse. Nach einem Streit verschwindet Win allerdings spurlos. Dann springt das Buch in die zweite Zeitebene. Und zwar sind wir da 1942, ebenfalls in Bath, also 24 Jahre später. Und Win ist erwachsen. Ach, Frances ist erwachsen. Und ja, hat im Grunde ihr Leben lang immer diese Freundschaft zu Win nicht vergessen und vermisst auch ihre Freundin sehr. Und mittlerweile ist es so, sie war verheiratet, ist getrennt lebend, ist weg gewesen durch diese Ehe aus der Stadt Bath und ist jetzt zurückgekommen, weil sie sich eben getrennt hat von ihrem Mann und lebt ja, bei ihrer Tante Pam, die hat so ein Anwesen etwas außerhalb der Stadt und bei ihren Eltern natürlich auch und ja, hilft einfach so in beiden Haushalten auch ein bisschen mit. Sie ist sehr fortschrittlich, finde ich. Sie ist eine Frau, die ja, Hosen trägt und auch eben sich getrennt hat in so einer Ehe. 1942 war das sicherlich auch nicht so im Alltag normal. Und sie passt auf den kleinen Davy auf. Sie ist quasi wie eine Tagesmutter für den Davy. Der Junge ist 6 Jahre alt und ist krank. Seine Mutter ist die Schwester von Win, von früher. Caris heißt sie. Und Caris drückt Frances diesen Jungen mehr oder weniger aufs Auge. Ja, sie hat selbst so ihre Probleme, hat sehr, sehr viele Kinder. Und Davy, der so krank ist, ja, den kann sie einfach in ihrem Alltag nicht wirklich gebrauchen. Und den schiebt sie immer wieder zu Frances. Und Frances ist selber kinderlos und passt halt auf Davy auf. So, jetzt wird Bath bombardiert. Es ist halt der Zweite Weltkrieg und wir im ersten Kapitel sind wir mittendrin in diesem Bombenangriff von Bath und es ist ein heilloses Chaos, wie man sich vorstellen kann. Die Stadt hat schon sehr lange unter Verdunklung gelebt, weil die Flieger immer über Bath hinübergeflogen sind Richtung Bristol, glaube ich, um diese Stadt zu bombardieren. Und jetzt ist Bath dran und Frances ist mittendrin in diesem Chaos und verliert Davy. Keiner weiß, wo er ist. Er ist spurlos verschwunden. Sie ist furchtbar in Sorge. Und sucht und sucht und sucht dieses Kind natürlich, weil sie halt verantwortlich auch für ihn war in diesem Moment. Und ja, was dann bei so in so einem Bombenkrater zutage kommt, ist das Skelett der kleinen Win von vor 24 Jahren. Sie ist also zu Tode gekommen vor 24 Jahren als Kind, als sie verschwunden ist. Und jetzt wird eindeutig festgestellt, dieses Skelett ist dieses Mädchen. Und Frances bricht aus allen Wolken, weil
es ist ein verurteilter Mörder für dieses Verbrechen, für das Verschwinden dieses Kindes, also verurteilt worden und auch zum Tode gekommen. Der Auffindort dieser Knochen sagt Francis aber, dass dieser Mann es nicht gewesen sein kann. Das heißt, der wirkliche Mörder von Wynn muss noch frei rumlaufen. So, das ist so grob die Geschichte, um die es geht, und wir werden sehr schnell hineingesogen in diese Geschichte. Die Catherine Webb spielt mit den Zeitebenen sehr, sehr gut. Man hat immer das Gefühl, dass man in dieser Zeitebene weiterlesen möchte und zack, springt es dann in die andere und dann liest man da wieder und es wird spannend und spannend und zack, ist man wieder in der anderen. Und ja, es ist so richtig so ein Page-Turner, man kann das Buch nicht wirklich aus der Hand legen. Ich finde auch, dass die Figuren sehr bildlich angelegt sind, man kann sie sich alle sehr gut vorstellen. Da sind so Figuren, die ans Herz gehen. Ich finde zum Beispiel die Tante Pam, bei der Frances unterkommt, total toll. Das ist eine sehr moderne Frau für diese Jahreszeit. Sie ist alleinlebend und sie hatte eine Freundin. Das fand ich total spannend zu lesen. Ich finde den kleinen Davy so mit seiner Erkrankung, die er hat, die ihr natürlich dann selber rausfinden müsst, fand ich auch sehr liebevoll so und auch liebebedürftig. Man hätte ihn am liebsten so in den Arm genommen und auch geknuddelt mal. Und was mit ihm ist und wo er steckt und ob er diesen Bombenangriff überlebt hat, auch das müsst ihr dann selber rausfinden. Das Buch hat sehr, sehr viele Geheimnisse, die so, wo Catherine Webb es schafft, all diese losen Enden, die sie so legt in diesen einzelnen Kapiteln, die hält sie alle in der Hand und sie führt uns mal über Irrwege, aber wir werden am Schluss mit einer großartigen Auflösung belohnt und alle Fragen, die sich in diesem Buch aufwerfen, werden zum Schluss gelöst. Es ist zum Beispiel auch so, dass Frances, als sie ins Krankenhaus geht oder die Krankenhäuser abläuft, um zu schauen, ob Davy vielleicht da irgendwo untergekommen ist, tritt sie ans Bett eines schwer verwundeten Mannes und bekommt sofort Angst. Und sie kennt diesen Mann überhaupt nicht. Sie kennt auch seinen Namen nicht, der am Bett steht. Und trotzdem hat sie sofort ein ganz, ganz mulmiges Gefühl und kann sich selber nicht erklären, woher das kommt. Und solche Geheimnisse streut Catherine Webb immer mal wieder ein, wo man sich dann fragt, ja, was war denn mit dem? Kennt sie den irgendwie auch von früher? Oder das ist halt also wirklich so ein Buch, wo man total miträtseln kann. Und das hat mir sehr gut gefallen. Der Schreibstil ist gewohnt flüssig, man ist da ruckzuck durch. Das ist wirklich ein Buch, wo es nicht viel hakelt. Man hat sehr, sehr schöne Formulierungen auch zwischendurch. Wir lernen Bath und die Umgebung von Bath auch sehr schön kennen. Die Hügel drumherum und ein Fluss, der da durchfließt und so. Also das ist einfach sehr englisch. Also man ist einfach wirklich in England und das merkt man beim Lesen auch total. Ich finde, dass man dieses Buch absolut empfehlen kann für Freunde von Familiengeschichten, für Freunde von Kriminalgeschichten auch, die gerne miträtseln, die gerne den Mörder finden wollen. Es ist ein Buch, was im Krieg spielt, 1942 spielt, allerdings ist es so, dass man nicht sehr viel von den Kriegshandlungen mitbekommt. Klar, am Anfang ist dieser Bombenangriff und dann das Chaos, was daraus folgt und auch das so die Aufräumarbeiten nach diesen Bombenangriffen kriegt man auch so ein bisschen mit und dass der Alltag erst langsam wieder zurückkehrt in der Stadt. Aber man bekommt zum Beispiel sehr wenig von den Auswirkungen mit, was zum Beispiel die Rationalisierung von Essen angeht. Das ist nur so ganz am Rande erwähnt. Also es ist wirklich kein Buch, wo man das Gefühl hat, man ist in einem Kriegsschauplatz. Da gibt es doch ganz, ganz andere Bücher. Das spielt eher so nebenher eine Rolle. Was ich großartig fand, war die Auflösung des Buches. Ich habe kurz vor Schluss eine ziemlich große Ahnung gehabt, wer tatsächlich derjenige sein könnte, der für den Tod von Wynn verantwortlich ist.
und konnte mir aber so richtig die Geschichte darauf noch nicht zusammenreimen. Und es hat tatsächlich nachher eine tolle Auflösung gegeben. Alle Fragen wurden beantwortet. Ich fand auch die Idee dahinter, was mit demjenigen passiert ist, der eigentlich für den Mord damals hingerichtet worden ist. Auch das fand ich sehr schön gelöst. Es ist ein Buch, was wirklich empfehlenswert ist. Also falls ihr Fans seid von Lucinda Riley oder die anderen Bücher von Catherine Webb gerne gelesen habt, wenn ihr Geschichten mit zwei Zeitebenen, mit düsterem Familiengeheimnis lesen möchtet, dann kann ich euch Die Schuld jenes Sommers auf jeden Fall ans Herz legen. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe ihm 4,5 Sterne gegeben. Ein kleines bisschen Manko zu einem 5-Sterne-Buch hat es dann doch nicht gereicht, weil so ein paar Dinge ich dann doch gerne noch ausführlicher erfahren hätte. Zum Beispiel eben dieses, wie wirkt sich so eine Bombardierung auf die Stadt aus? Wir bleiben doch sehr in diesem Familienkreis rund um Frances Familie, rund um Wins Familie und es fühlt sich eher wie so eine Kleinstadt an. Dabei ist Bath eigentlich sehr, sehr groß, aber wir sind immer so in diesem selben Viertel unterwegs, kann man sagen. Ja, Frances ist eine tolle Protagonistin. Ich mochte sie sehr. Und ich mochte auch die Freundschaft mit ihr und Win als Kinder sehr und habe es sehr gerne gelesen und auch die kleinen oder großen Geheimnisse, die die beiden miteinander geteilt haben und kann das Buch auf jeden Fall empfehlen. Ja, lasst mich gerne mal wissen, ob es jetzt euch Lust macht, das Buch auch zu lesen. Es würde mich freuen oder ob ihr es tatsächlich auch schon kennt und wie ihr es fandet. Ja, schreibt mir das sehr, sehr gerne mal und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen, meine Lieben. Bis dahin, tschüss!